Adventskalender Folge 2 und Folge 3 gucken wir heute einfach hintereinander weg. Nächste Woche Dienstag ist erst der nächste Reaction-Stream. Vielleicht irgendwann am Wochenende schaffe ich es vielleicht, aber ich möchte ehrlich gesagt ein bisschen Shit dann kriegen. Auch mal meinen Sitzsack hierhin bewegen. Und dann schauen wir mal. So, Folge 2, let's go. Alter. Oh Mann, warum passiert mir das immer? Entschuldigung, ich muss hier durch. Vorsicht, ein Notfall. Ich hab nichts geklaut. Verzeihung, darf ich mal kurz? Danke. Ey, ihr Wechselgeld. Stimmt so, frohe Weihnachten. Alter, und das nur für uns? Das ist ja übel nett. Alter, ein Backflip, Digga. Frohe Weihnachten. Oh Mann. Ich nehm den hier. Vielen Dank. Tschüss. Denischen, Radieschen, danke für die Verschenkung. Ein bisschen Liebe in den Chat. Sorry. Oh, ist das geil gemacht, Alter. Übertreib! Vorsicht, Weihnachtsbaum. Huch. Sorry, ich hole ihn gleich wieder ab. Okay, wo sind die Brettspiele? Ja. Für wen? Für mich? Drei Jungskraft in Gang 3, bitte. Mit ordentlich Desinfektionsmittel. Moment mal, das ist doch die Figur aus dem ersten Teil, oder? Was ist das denn jetzt genau hier, der geheime Professor, der hier... Okay, also, Terminator-Lego-Set, check. Chemiebaukasten, check. Hey, Kumpel! Hallo? Was bist du denn für eine? Bereit, die Welt zu retten? Warum nicht? Das ist der Beginn eines riesigen Abenteuers. Tja, kann's kaum erwarten. Sie muss doch hier irgendwo sein. Ich fühle mich nicht so wohl bei der Sache, Harry. So eine Übergabe in der Öffentlichkeit, das ist doch sonst nicht unser Ding. Schaust du keine Filme, Marv? Die Gangster werden immer gepackt, wenn sie sich in irgendwelchen dunklen Ecken treffen. Aber in einem Spielzeugladen. Damit rechnet keiner. Und wer garantiert uns, dass das Ding nicht schon vorher hochgeht? Was will der Boss überhaupt damit? Ich dachte, wir kümmern uns nur um Einbrüche und Diebstähle. Es sind nun mal harte Zeiten. Da muss man in alle Richtungen expandieren. Aber eine Bombe? Aua! Jetzt halt doch mal die Schnauze, Marv. Entschuldige, Harry. Ich habe es dir doch schon 1000 Mal erklärt. Wir sind nur die Zwischenhändler. Der Boss verkauft die Ware morgen wieder weiter. Wir sind das Ding also blitzschnell wieder los. Du hast ja recht, Harry. Ach, hier ist es. Schnapp dir die Figur und dann nichts wie weg. Da ist keine. Da ist ja gar keine. Hast du sie, Marv? Sie ist nicht da. Was? Das kann doch nicht sein. Wow! Hier stand eben noch eine Actionfigur. Wo ist sie? Es tut mir leid, Sir, aber das ist unmöglich. Erzähl keinen Scheiß! Los, jetzt rück sie schon raus, Freundchen. Das würde ich ja gerne, aber... Aber was? Captain Pineapple ist das Weihnachtsgeschenk dieses Jahr. Die Figuren sind bereits seit Tagen ausverkauft. Sie kommen leider zu spät. Ganz schlechte Antwort. Harry, schau mal. Der hat ihn einfach ins Fach gestopft. Da ist sie ja. Wie geil auch mit diesen kleinen Easter Eggs, dass er da wirklich noch so From the Future mit diesem Zurück in die Zukunft Auto hat. Dann hier Berg Wars. Vollkommen geil. Und dann, oh, wenn wir die Figur morgen nicht um 15 Uhr an der Murray Bridge abliefern, schnappen wir uns den Typen. Schnappt ihr die Figur durch das Regal? Alles klar, Harry. Entschuldigung, Sir. Das Schwarzenegger Action-Set. Es tut mir leid, dass ich Sie belästige, aber ich bin ein bisschen am Verzweifeln. Kein Problem, wie kann ich helfen? Ich möchte einen alten Freund besuchen, aber ich, Dummkopf, habe mich hier in der Großstadt völlig verlaufen. Das kenne ich. Wo wohnt denn Ihr Freund? Wo er wohnt? Nun, in der... In der Schwarzenegger Allee? Ah, die kenne ich. Da sind sie gar nicht so weit weg. Einfach aus der Tür raus und 2 Blocks Richtung Norden. Oder war es Richtung Süden? Na, Sie werden es schon finden. Vielen Dank.
Gerne, keine Ursache. Schönen Abend noch und frohe Weihnachten. Ja, ja, Ihnen auch. Reiß dich zusammen, Marv. Marv! Idiot! Ich schnapp mir den Typen jetzt! Einfach nur geil. Guten Abend! Hallo! Huch, ich dachte, die Actionfigur wäre schon längst ausverkauft. Da haben Sie ja richtig Glück gehabt. Sieht ganz so aus. Schönen Abend noch. Ihnen auch. Frohe Weihnachten. Leute, das ist nicht gut. Wir sehen uns schon bald wieder. Er ist noch 10 Meter von dir weg. Jetzt lauf! Kommen wir da zusammen an? Ich komme natürlich immer mit Patrick noch zusammen an. Nee, okay. Wir sind bestimmt schon da. Ich kenne uns doch. Wir sind immer sehr pünktlich. Oh Mann. Okay. Na dann mal los. Das ist schön. Und auch alles so schön vorbereitet. Mit einer schönen Coca-Cola. Schnuffelfan, dankeschön für den Sub. Kommen wir mit dem Müllwagen? Jetzt bin ich sehr gespannt. Folge 3. Digga, da wird eingebrochen. Das ist ein bisschen spät, nicht? Ich wusste es. Da hat er uns echt vergessen. Ich pack's nicht. Typisch. Oh Mann, Jungs, es tut mir mega leid. Ich bin mega sauer. Ich wollte euch ja abholen, aber... Ja, schon klar. Du hast wieder mal verschlafen. Nein, das stimmt nicht. Ja, okay, hab ich. Toll, ganz toll. Hey, jetzt beruhigt euch doch mal. Ich mache es sofort wieder gut. Ich habe nämlich eine Überraschung für euch. Echt? Na, da bin ich ja mal gespannt. Seid ihr bereit? Ja. Nein. Frohe Weihnachten. Ich wusste es. Wow, ganz toll, Bergsman. Hä? Das gibt's doch nicht. Ich schwöre euch, hier war alles dekoriert. Alles für Stan, das gibt's doch nicht. Hier standen die Bratäpfel. Und hier, ich hatte extra Punsch gekocht. Da an der Wand Weihnachtsstrümpfe überall. Es ist alles weg. Oder war es niemals da? Was soll das denn heißen? Du bist ein Lügner. Nein, Mann, bitte glaub mir doch. Lass es gut sein, Bergie. Jungs, bitte. Das wird das schlimmste Weihnachten ever. Lass uns doch drüber reden, wir kriegen das schon irgendwie hin. Jetzt wartet doch, ich erkläre euch mal. Oh Mann. Was zum Teufel? Tja, das ist das schlimmste Weihnachten ever. Mann, ey. Es ist so... schön und so süß gemacht. Ich liebe es. Und meine Fresse macht mich das wütend. Guckt euch das mal an. Vor einem Tag 58.000 Klicks. Einfach so ein Projekt, wo man einfach Monate reinsteckt.
Aber dann, oh, ich will gar nicht drüber abfacken. Es ist einfach so, meine Fresse. Es ist einfach YouTube. Es macht gar keinen Sinn, da sich drüber aufzuregen. Aber es ist so genial. Es ist so eine Perle einfach. Es ist so schön. So schön. Es ist wirklich schön. Und wer Bergi noch nicht kennt, es gibt halt noch ganz, ganz viele andere Kurzfilme und Cinematics. Es gibt einen ganzen 27 Minuten Star Wars Film, den er gemacht hat, der wirklich auch fantastisch ist. Also gönnt es euch. Schaut rein, genießt, macht euch da einen schönen Abend mit oder so. Hier sogar noch mit Mark Hamill am Anfang. Hope you enjoy. Guckt euch das mal an hier. Zack, Alter. Bam, Alter. Hier schön. Schön die Sachen hier, die hier, ja, genau, hier durchfliegen und dann. Ich hab ein ganz mieses Gefühl. Ja, das ist einfach toll. Also einfach mal gönnen. Einfach mal reingönnen. Also das ist wirklich die Empfehlung für immer.